Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 12. September 2023 ist unsere Kollegin Barbara Schied nach langer Krankheit verstorben. Ihr letztes Buch zur Geschichte des in Berlin versteckt überlebenden Ehepaars Ilse und Werner Rehwald war bereits erschienen, aber sie konnte es nicht mehr selbst vorstellen. Insofern freue ich mich, dass wir heute Abend zur Erinnerung an Barbara Schieb und an Ilse Rehwald heute dieses Buch vorstellen können. Ich bedanke mich sehr, dass heute Abend meine Kollegin Martina Vogt, so fehlt es einem, die Vorbereitung der Veranstaltung übernommen hat. Ich freue mich sehr, liebe Frau Hertling, dass Sie heute Abend bei uns sind, dass Sie auch mitlesen werden. Ich weiß, dass Sie vor kurzem im Februar mit dem Berliner Theaterpreis ausgezeichnet worden sind und möchte Ihnen von dieser Bühne dazu auch nochmal herzlich gratulieren. Ich freue mich, dass auch zum Lesen heute Abend Sie, liebe Frau Wehrlein, mit dabei sind. Ich möchte Sie herzlich begrüßen, ebenso wie Frau Bechen und Herrn Flügge, die mit uns Erinnerungen an diese Rehwald teilen werden. Ganz besonders herzlich möchte ich Sie, liebe Frau Schieb, begrüßen, dass Sie heute Abend bei der Veranstaltung zur Erinnerung auch an Ihre Mutter bei uns sind. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es fällt mir nicht leicht, heute Abend hier zu stehen. Ich kannte Barbara Schieb seit dem Jahre 1983. Damals gab es am August-Bebel-Institut, kennt heute kein Mensch mehr, am August-Bebel-Institut eine Arbeitsgruppe, die sich weit vor der Entstehung der Topographie des Terrors mit dem Gelände des Geheimen Staatspolizeiamtes beschäftigte. Und damals war auch schon Barbara Schieb mit dabei, zusammen mit ihrem Bruder Joachim Schieb. Sie recherchierte damals schon mit ihr eigenen Akribie und Präzision. Wer jemals handschriftliche Aufzeichnungen von ihr gelesen hat, weiß, dass man ihre Schrift hervorragend lesen konnte. Manchmal brauchte man eine Lupe dafür, um präzise folgen zu können. Joachim Schieb wurde dann damals Mitarbeiter hier, auch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, in der Vorbereitung der ersten Dauerausstellung für die Mitte der 80er Jahre. Joachim Schieb kam hinzu, sie begann damals schon, Mitte der 80er Jahre, für uns mit Recherchen zu den damals sogenannten unbesungenen Helden, setzte auch schon, nachdem wir auch schon Interviews gemacht hatten für das August-Bebel-Institut, Interviews und Zeitzeugengespräche ein. Martina Vogt wird über ihre Methode gleich mehr erzählen. Die stillen Helden waren damals nicht unumstritten, aber für uns ein ganz wichtiger, integraler Bestandteil der neuen Dauerausstellung. Das Thema war bis dahin in Deutschland nicht in Ausstellungen behandelt worden. Barbara Schieb hat für uns in diesen Jahren 20 Fälle rausrecherchiert. 1988 wurde damals dieser erste Ausstellungsteil eröffnet. Meine Damen und Herren, Geschichten über den Widerstand haben meistens einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Geschichten über stille Helden, und das hat mir die langjährige Zusammenarbeit mit Barbara Schieb und auch mit Martina Vogt eingebracht. Geschichten über stille Helden haben einen Anfang, einen immer breiter werdenden Mittelteil, Claudia Schottmann wird es bestätigen können, und eigentlich kein Ende. Also für einen Ausstellungsmacher ist so etwas eine furchtbare Katastrophe, wenn Sie so etwas dann in 1000 Zeichen fassen. Barbara Schieb war eine Meisterin darin, lange Texte zu entwickeln. Und wir haben dann oft zusammengesessen, Frau Schieb, jetzt erklären Sie mir ganz in einfachen Worten diese Geschichte, dass ich sie begreife, damit wir sie dann auch unseren Besuchern bringen können. Das hat nichts mit der Wissenschaftlichkeit zu tun, sondern einfach mit der Frage, dass diese Geschichten überall noch eine Verbindung haben, noch eine Gruppe, noch eine weitere Verbindung und von daraus ergibt sich noch eine weitere Verbindung. Sie brannte für das Thema und sie hat dieses Brennen auch vermittelt. Und ich dachte, im Moment, wo kommen wir endlich zu einem Ende? Irgendwann kamen wir dann dazu, dass die Texte uns beiden gefielen. Das ist doch gar nicht so differenziert, wie es sein müsste. Frau Schieb, ich habe aber nur 800 Zeichen Platz. Das waren so die Diskussionen, die ich weiß nicht, wie oft ich mit ihr geführt habe. Aber es hat mir zu einem vertieften Verständnis
dieses Themas Stille Helden beigetragen. Das war für mich besonders wichtig, als wir dann 2005 die neue oder die Verantwortung für eine neue Aufgabe, nämlich die Errichtung der Gedenkstätte Stille Helden hatten, an dem dann ab 2005 Barbara Schieb zusammen mit Beate Kosmala, Martina Vogt und Claudia Schoppmann intensiv noch einmal recherchiert haben. Diese Gedenkstätte in der Rosenthaler Straße wurde im Jahr 2008 eröffnet. Barbara Schieb war maßgeblich auch an den Ausstellungsvorbereitungen mitbeteiligt hier, als das Thema dann 2018 und 2020 hier in der dritten Etage ausgeweitet worden ist. So, Geschichten über Stille Helden haben nie einen Anfang und nie ein Ende. Das zeigte sich auch bei der Geschichte über Ilse Rehwart. Ich erzähle nichts Thematisches, keine Angst, sondern ich erzähle nur, ich kann es gar nicht mehr sagen, es gab zwei Sorgenkinder, die ich in dem Bereich hatte. Das eine war ein Buch über Elisabeth Abeck, das andere war dieses Buch über Ilse Rehwald. Das ist meine Frage immer gewesen, wann ist es denn fertig? Wann kommst du denn endlich dazu? Wann kommen Sie dazu, es fertig zu machen? Sie hat es fertig geschrieben. Es kam immer noch ein Aspekt hinzu, es kam immer noch eine Ergänzung hinzu. Ich bin sehr froh, dass das Buch fertig geworden ist. Es ist ein Erbe. Meine Damen und Herren, mit Barbara Schieb haben mich fast 4 Jahrzehnte vertrauensvoller Zusammenarbeit verbunden. Sie können sich ungefähr vorstellen, was 4 Jahrzehnte für eine Epoche sind. Über wie viele Dinge man dann sprechen kann. Sie hat es auch in diesen 4 Jahrzehnten, sagen wir mal so, dass sie eine Angehörige des öffentlichen Dienstes war. Das war ihr nie so wirklich bewusst und sie hat es noch bis in die letzten Jahre verstanden, grundsätzlich ihre Reisekostenabrechnungen oder alles andere, was mit Bürokratie zu tun hatte. Das ist nicht meins, Herr Tuchel. Das muss nicht sein. Irgendwie kriegen Sie das schon. Ja, haben wir. Sie fehlt. Sie fehlt uns überall. Und so ist es schön, dass wir heute Abend diese Veranstaltung durchführen können. Dann bin ich für meinen Teil auch schon am Ende. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und dafür Martina Vogt. Thank you.
Ja, einen ganz herzlichen Dank an Albrecht Weißmann, der uns heute musikalisch begleiten wird. Sie werden heute Abend noch mehrmals zu hören sein, und zwar immer mit der Musik in 5 Sätzen für Viola Solo von Hanning Schröder. Die Wahl dieser Musik ist sehr bewusst, denn der Komponist und Bratschist Hanning Schröder gehörte zu den wichtigsten Rettern des Ehepaars Rehwald. Wir werden noch einiges über ihn hören. Ja, wohl an. Liebe Felicitas Schieb, liebe Freundinnen und Freunde von Barbara Schieb und von Ilse Rehwald, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Anwesende. Vor fast genau einem Jahr haben viele von Ihnen Barbara Schieb genau in diesem Saal zum letzten Mal getroffen, ebenfalls bei einer Veranstaltung der Gedenkstätte. Hinterher sagten mir einige, dass sie doch recht erleichtert gewesen seien, hätte Barbara doch gar nicht so elend und gebrechlich gewirkt, wie sie es befürchtet hätten. Und das, obwohl Barbara seit über einem Jahr schwer krank war und sehr belastende Behandlungen schon hinter sich hatte und über sich ergehen lassen musste. Später schwang sie sich dann auf ihr Fahrrad und verabschiedete sich recht gut gelaunt. Das Bild haben vielleicht viele von Ihnen noch im Kopf. Aber wie wir alle wissen, sind Natur und Körper für unsere Eindrücke, Hoffnungen und Wünsche meistens taub. So leider auch bei Barbara. 2 Monate nach diesem Treffen trat die schwere Krise ein, der sie dann am 12. September vorigen Jahres erlag. Vorher aber, als es ihr noch besser ging, da sprach sie oft davon, wie gerne sie doch bald ihr Buch über Ilse und Werner Rehwald in der Gedenkstätte vorstellen würde. Leider weiß ich gar nicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Das Erscheinen des Buches im Jahr 2022 hat sie noch miterlebt, wie Professor Tuchel schon sagte, und auch trotz der schlimmen Diagnose sich noch mit Hingabe am Layout und der endgültigen Fertigstellung des Werkes beteiligt. Über diesem Buch liegen einige schwere Schatten. Zum einen handelt es sich wieder um eine Lebensgeschichte aus der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung mit all ihrem Grauen. Zum anderen aber standen Krankheit und Tod auch der Fertigstellung immer wieder im Wege. Barbara hatte Ilse Rehwald ja seit mehreren Jahrzehnten gekannt und beide hegten lange den Plan, Frau Rehwalds früh erschienenes Heft mit ihren Lebenserinnerungen in ein umfangreiches Buch zu verwandeln. Irgendwann nach dem Jahr 2000 machten sich beide daran, dies in die Tat umzusetzen. Und Ilse Rehwald sichtete noch ihre privaten Unterlagen, um zahlreiche Ergänzungen einzufügen. Doch dann erkrankte sie schwer. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Barbara, das muss um 2005 gewesen sein, immer wieder nach Zehlendorf fuhr, um mit Ilse Rehwald, die bereits im Krankenbett lag, noch einzelne Kapitel dieses Buches zu besprechen. Ilse Rehwald starb am 15. Dezember 2005, noch bevor die beiden ihr Werk fertiggestellt hatten. Nun war es an Barbara Schieb, dies alleine zu tun. Und kaum, dass sie damit fertig war und das Manuskript eingereicht hatte, wurde sie krank und konnte das fertige Buch schließlich nicht mehr vorstellen. Jetzt ist es also an uns, es der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich selbst habe Ilse Rehwald nur ein paar Mal getroffen, meist bei Veranstaltungen, wo wir dann über alles Mögliche geplaudert haben. Aber ich kannte sie nicht gut. So hielt ich es für vermessen, heute hier alleine aufzutreten, denn wir wollen ja an Barbara Schieb und an Ilse Rehwald denken. Ilse Rehwald war sehr früh schon eine Zeitzeugin, die in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand tätig war. Daher habe ich mich an den Freundeskreis von Ilse Rehwald gewandt, mit dem sie auch ihre Liebe zur Musik geteilt hat. Ich wusste von Barbara, dass auch sie nach Ilse Rehwalds Tod
noch häufiger mit diesem Kreis zusammengekommen ist. Befreundet war Barbara auch mit der Theaterdirektorin und jetzigen Direktorin der Sektion Darstellende Kunst der Akademie der Künste, Nele Hertling, der Tochter des Komponisten Hanning Schröder, die wir auch hier herzlich begrüßen. Barbara interviewte Nele Hertling für einen von Jutta Hercher gedrehten biografischen Film. Dieser wurde 2019 hier in der Gedenkstätte uraufgeführt. Barbara nennt diese Menschen aus dem Freundeskreis von Ilse Rehwald in den Danksagungen ihres Buches. Und ich hielt es für durchaus sinnvoll, sie auch mit einzubeziehen. Einige von ihnen haben sich nun bereit erklärt, aktiv an der Gestaltung des heutigen Abends mitzuwirken. Dafür danke ich Ihnen ausdrücklich. Wir haben uns entschlossen, hauptsächlich aus dem Buch zu lesen, da wir alle an dessen Entstehung höchstens indirekt beteiligt waren. Ich begrüße daher sehr herzlich Nele Hertling, der ich sehr danke, dass sie sich von sich aus bereit erklärt hatte, heute einen performativen Part zu übernehmen und Texte von Ilse Rehwald zu lesen. Ich begrüße ebenso Frau Susanne Wehrlein, die aus dem Buch lesen wird und zwar quasi Barbara Schieb ihre Stimme verleihen wird. Zudem werden Johanna Gisela Bechen als Freundin von Ilse Rehwald und der Staatssekretär AD und ehemaliger Richter am UN-Jugoslawien-Tribunal Christoph Flügge ihre Erinnerungen an Ilse Rehwald mit uns teilen. Dem Lesepart von Wolf Niepold fiel leider einer Programmänderung zum Opfer, aber ich begrüße auch Herrn Niepold sehr herzlich hier im Saal. Barbara Schieb und ich waren fast 40 Jahre lang Kollegin, Freundin, Schatzsucherin und alles Mögliche dazwischen. Oft denke ich an unsere gemeinsamen Reisen nach Polen und in die USA. Ich vermisse sie und unsere Gespräche jeden Tag. In einer Danksagung schrieb ich einmal, dass Barbara und ich bei der Beschäftigung mit den meist verschlungenen, Sie hörten es schon, meist verschlungenen Untergrundgeschichten schon den sprichwörtlichen Sack Salz miteinander gegessen haben. Das hat ihr offenbar gefallen. Und als wir uns das nächste Mal trafen, schenkte sie mir dieses Säckchen mit Salz und einer Danksagung. Es soll heute unser Maskottchen für die Veranstaltung sein. Bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung hatte ich Mühe, all meine Erinnerungen an Barbara im Zaum zu halten. Aber ich möchte sie heute ja nicht mit meinen Fairnessen belästigen, sondern wir wollen uns an Barbara Schieb erinnern. Hier in der Gedenkstätte, wo sie 18 Jahre lang angestellt war, wollen wir uns also vor allem an sie als Historikerin und an ihre Arbeit in der institutionalisierten Gedenkstätte Stille Helden, aber auch in der Zeit davor erinnern. Wobei Arbeit ein durchaus vielschichtiger Begriff ist. Arbeit im Sinne eines reinen Broterwerbs, ja eventuell sogar im Sinne einer täglichen Routine, einer Sache, die man halt oft zähneknirschend so erledigen muss, das war das, was Barbara als Historikerin tat, so gut wie nie. Die Erforschung unseres Themas und vieler verwandter Themen ebenfalls war für sie immer mit Leidenschaft verbunden, mit hartnäckigem Suchen nach den verborgenen Hintergründen, nach erhellenden Details und der Wahrheit. Das haben Sie auch schon Einführung von Professor Tuchel nehmen können. Ja, manchmal haben wir uns scherzhaft gesagt, ohne einen gewissen Fanatismus für das Thema wäre hier nichts zu gewinnen. Dabei stand ja auch immer die Gefahr vor Augen, dass nationalsozialistische und völkische Gelüste in der deutschen Bevölkerung nie wirklich überwunden worden sind, sondern im Verborgenen noch brodeln und eines Tages wieder hervorbrechen könnten. Dagegen wollte sie das ihre tun und wir alle sehen heute mit Schrecken, dass es immer noch nicht gelungen ist, den autoritären, antisemitischen, rassistischen und nationalistischen Denk- und Deutungsweisen vollends ihre rätselhafte Attraktivität zu nehmen.
Barbara wäre zweifellos auch zutiefst entsetzt gewesen, hätte sie all die antisemitischen Verwerfungen noch miterlebt, die hierzulande auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober folgten. Sie hätte sich um ihre israelischen Freunde gesorgt und wäre sicherlich bei den vielen, leider stets schlecht besuchten Demonstrationen und Mahnwachen zur Solidarität mit den Geiseln und der jüdischen Bevölkerung sowie gegen den Judenhass dabei. Doch zurück zu ihrer Arbeit. Begegnet waren wir uns Anfang der 80er Jahre am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität, das damals ganz neu gegründet war. Nach ihrem Examen arbeitete Barbara dann hier an der Gedenkstätte im Team zur Vorbereitung der ersten großen, stark erweiterten Widerstandsausstellung. Barbara sollte den Bereich Hilfen für Verfolgte recherchieren. Am Zentrum für Antisemitismusforschung war ich zur selben Zeit mit einem studentischen Interviewprojekt beschäftigt, das sich mit dem gleichen Thema befasste. Unter anderem interviewten wir, genau wie Barbara, die wenigen in Berlin noch lebenden sogenannten unbesungenen Helden, von denen Herr Tuchel bereits gesprochen hat. Als die Ausstellung hier in der Stauffenbergstraße eröffnet und auch unser Projekt beendet war, fanden Barbara und ich, dass unser Thema damit noch bei weitem nicht abgeschlossen war. Wir wussten, dass diese Rettungsgeschichten erst in Ansätzen bekannt waren und es weit mehr zu erforschen, als schon darüber zu reden gab. Und wir wussten auch, dass die Zeit derjenigen ablief, die noch aus eigener Erfahrung darüber berichten konnten. Also haben wir uns neben vielem anderen, womit wir beschäftigt waren und uns beschäftigen und ernähren mussten, immer weiter uns mit diesem Thema befasst und versucht, auch tiefer verborgene Quellen dazu zu entdecken. Damals in den 80er und 90er Jahren bremsten uns noch etliche bürokratische Vorschriften, unsortierte Sammlungen, die irgendwo herumlagen und nicht zuletzt Sperrvermerke des Datenschutzes. Manches, wofür wir doch und manchmal auch augenzwinkernd krumme Wege gegangen sind, findet man heute mit einem Mausklick im Internet. Entdeckten wir etwas Neues, dann haben wir oft stundenlang telefoniert, um uns gegenseitig von dem Fund zu erzählen und ihn weidlich zu diskutieren. Daran erinnere ich mich noch sehr gerne zurück. Überall schien es noch so viele unentdeckte Räume, Briefe, Fotos und Unterlagen zu geben und vor allem galt es, die Erinnerungen einzelner aufzuzeichnen und zu bewahren. Vieles war in den Menschen verschlossen. Die Geretteten und ihre Helfer hatten oft Angst, über das Erlebte zu sprechen. Und manche fürchteten, sie könnten bedroht und bedrängt werden, sobald ihre Geschichte irgendwie öffentlich würde. Vor allem aber hatten wir es auch mit der Privatsphäre völlig unbekannter Menschen zu tun. Und dort einzudringen und Vertrauen zu finden, das fällt sehr schwer. Barbara aber gelang das mit ihrer offenen und zugewandten Art in einer bewundernswerten Weise immer wieder. Jetzt dürfen wir. So. Auf dem Bild hinter mir, das ich schon ein paar Mal eingeschmuggelt hatte, sehen Sie Barbara Schieb in ihrem wirklichen Element. Im Gespräch mit Zeitzeuginnen. Wir haben dieses Foto von der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz bekommen. Dort stellte Barbara im Jahr 2000 ihr Buch Nachrichten von Hotzen vor. Gemeinsam mit ihr am Tisch sitzt ganz rechts Ilse Rewald und in der Mitte Ruth Weinstein. Und hier sehen Sie schon, welche Kreise Barbaras alte Kontakte zu Ilse Rewald im Laufe der Jahre gezogen haben. Durch Ilse Rewald hatte sie von der Familie Hotzen erfahren, mit der Ilse Rewald seit ihrer Jugend befreundet war. Ruth Weinstein wiederum war eine der wenigen Überlebenden aus dieser Berliner Familie. Von den deportierten Familienangehörigen sind zahlreiche Briefe überliefert, die diese aus dem Ghetto in Riga herausgeschmuggelt haben und nach Berlin senden konnten. Daraus entstand das 2000 erschienene, von Barbara verfasste Buch Nachrichten von Hotzen. Wir können es da auch auf dem Tisch liegen sehen.
und auf ihren Stühlen haben sie eine Einladung vorgefunden zu einer Stolpersteinverlegung für die Familie Potzen am 21. Juni. Vielleicht hat ja die eine oder der andere von Ihnen Zeit, daran teilzunehmen. Über Ruth Weinstein wiederum lernte Barbara deren zweiten Ehemann Frederik Weinstein kennen, der in Polen versteckt überlebt hat. Aus seinen damaligen Schriften entstand das Buch Aufzeichnungen aus dem Versteck, das Barbara und ich gemeinsam herausgegeben haben. So sieht man schon, bedingt immer eine Arbeit die andere und kaum hatte man sich der einen Arbeit gewidmet, gab es gleich Anstöße für ein neues Projekt. Barbara hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu den Zeitzeugen und Überlebenden. Ihre Kontakte beschränkten sich nicht nur auf das Einsammeln von Berichten, Fotos und Dokumenten, sondern sie knüpfte oft lang anhaltende, sich manchmal beiderseits bis in die nächste Generation erstreckende Kontakte zu diesen Familien. Wir denken dabei, um nur einige zu nennen, nicht nur an die Familie Hotzen und Weinstein, sondern auch an Michalskis, Frankensteins, die Familien Herzberg, die Schon, sowie an die Familien Arndt und Gumpel. Ich bitte schon jetzt alle um Verzeihung, die ich hier nicht genannt habe. Ganz besonders gilt dies aber für Barbaras Kontakte zu dem leider auch verstorbenen Eugen Hermann Friede, dessen Sohn ich hier im Saal auch herzlich begrüße, und weiteren ehemaligen Mitgliedern der früheren Widerstandsgruppe Gemeinschaft für Frieden und Aufbau. Deren Geschichte erforscht und in mehreren Aufsätzen festgehalten zu haben, ist ein bedeutender Teil von Barbaras Lebenswerk. Sie hat oft davon gesprochen, dass sie sich noch einmal intensiver mit der Geschichte dieser Widerstandsgruppe, in der Juden und Nichtjuden zusammenarbeiteten, befassen möchte und gerne eine Monographie dazu noch vorlegen würde. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Und es ist auch völlig ungewiss, ob, wann und von wem diese Arbeit noch einmal geleistet werden kann. Denn nur Barbara war es, die aus so vielen Gesprächen und Begegnungen mit den Beteiligten ein Gespür für das Geflecht dieser sehr komplexen Widerstandsbeziehung entwickelt hatte. Die Hinwendung zu den Überlebenden der Nazi-Verbrechen war für Barbara eine Art Mission, mit der sie aber glücklicherweise andere nicht missionierte. Doch sich selbst hat sie wohl die Aufgabe gestellt, auf der persönlichen Ebene zu tun, was die deutsche Gesellschaft den Verfolgten und Überlebenden insgesamt schuldig geblieben war. Ihnen Anerkennung, Respekt sowie ungeteilte und unbedingte Aufmerksamkeit zu schenken und ihre Erinnerungen zu bewahren. Das begann schon damit, dass sie mehrere Jahre lang als ehrenamtliche Gruppenbetreuerin beim Einladungsprogramm des Senats für emigrierte Berlinerinnen und Berliner mitgewirkt hat. Vielleicht verstand sie ihre Arbeit als einen Beitrag zu dem, was das hebräische Wort Tikkun Olam meint, repariere die Welt. Ich weiß noch, wie gerne sie diesen Familien half, lange versickerte und verschollene Kontakte wiederherzustellen oder Ehrungen für die Helfer zu bewirken, und wie gerne sie ihnen mit einem historischen Fundstück eine Freude machte. Der jahrzehntelange Kontakt zu Ilse Rehwald gehörte zweifellos dazu. Das gemeinsam geplante Buch, das wir heute vorstellen, besteht aus drei Teilen, dem noch von Ilse Rehwald überarbeiteten und ergänzten autobiografischen Bericht. Dem folgt ein Anhang mit Forschungsergebnissen von Barbara Schieb, die vor allem die zahlreichen Helferinnen und Helferinnen des Ehepaars betreffen. Es sind allein 28 akribisch recherchierte biografische Kapitelchen. Darunter, ja, und ein dritter Teil hat dann noch Fundstücke aus dem Nachlass von Ilse Rehwald, darunter kleine Aufzeichnungen, Briefe und Zeichnungen, zum Teil von Werner Rehwald. Ebenso enthalten sind unendlich viele Fotos, von denen wir heute einige zeigen, und wenn sie aus Privatbesitz stammen, dann haben wir das nicht extra vermerkt. Inhaltlich räumt das Buch mit zwei sich hartnäckig haltenden falschen Vorstellungen über das Überleben im Versteck, zumindest in Deutschland, auf. Der eine entstand aus falschen Annahmen Außenstehender, die die Helfenden häufig für die Aktiven und die Hilfesuchenden für passiv Geschützte hielten.
Ilse Rewalds Bericht zeigt, dass dies in keiner Weise stimmt. Sie und ihr Mann nahmen das eigene Schicksal aktiv in die Hand, waren dabei sehr wagemutig und setzten sich auch für die Rettung weiterer Menschen ein. Das andere Gerücht entstand durch die Verfolgten selbst. Viele berichteten nämlich, dass sie bei Menschen, die in sogenannten Mischehen lebten, kaum Hilfe gefunden hätten. Diese noch notdürftig vor der Deportation geschützten jüdisch-christlichen Familien stellten oft die letzte Brücke zwischen den jüdischen Verfolgten und der nicht-jüdischen Umwelt dar. Doch angesichts ihrer eigenen Bedrohung hätten sie keine halbwegs sichere Unterkunft geben können oder wollen. Ilse Rewalds Bericht hingegen zeigt, dass dies zwar im Einzelfall zutreffend war, aber nicht generalisiert werden kann. In großer Mehrheit waren die Helferinnen und Helfer des Ehepaars Rewald nämlich selbst von der Judenverfolgung betroffen und lebten zudem zumeist in ebensolchen gefährdeten Familien. Für Barbara war es sehr wichtig, diese bislang missachtete Gruppe unter den Helferinnen und Helfern mit dem Buch hervorzuheben und so die Aufmerksamkeit auf diese Gruppe von Verfolgten und gleichzeitig aktiv am Widerstand beteiligten Menschen zu lenken. Margot Friedländer, die Ihnen sicher allen ein Begriff ist, hat unlängst gesagt, dass wir, die Überlebenden des nationalsozialistischen Terrors noch kennenlernen durften, nun unsererseits Zeitzeugen werden müssen, wenn die Überlebenden gestorben sind. Sie meinte damit nicht nur, dass wir die Lebens- und Augenzeugenberichte, die uns anvertraut wurden, an zukünftige Generationen weitergeben sollen, sondern sie meinte auch, dass wir den Jüngeren berichten müssen, wie es denn war, diesen Menschen, die all das durchgestanden haben, zu begegnen. Barbara hat diesen Auftrag mit dem Buch über Ilse und Werner Rewald vortrefflich erfüllt. Das setzt Maßstäbe. Und nun hören wir deshalb als erste Lesung Barbaras eigene Darstellung ihrer Beziehung und Kontakte zu Ilse Rewald, wie sie sich seit den 80er Jahren entwickelten. Das ist auch ein Stück Geschichte der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Ich blende dazu jetzt erstmal zwei Bilder ein. Das Titelblatt von Ilse Rewalds frühem Bericht über ihre Flucht, das als weißes Heft der Gedenkstätte erschienen ist, und das damalige von Barbara verfasste Raumblatt zum Ehepaar Rewald aus der Dauerausstellung von 1988. Sie sehen, was Herr Tuchel schon sagte, die Liebe zum langen Text, aber auch das Verständnis vom Text-Bild-Verhältnis in Ausstellungen damals noch ein ganz anderes war als heute. Also bitte versuchen Sie nicht, diesen Text zu entziffern. Wer ihn haben will, der kann ihn kriegen. Ja, nun wird Susanne Wehrlein für uns Barbara Schiebs Darstellung ihrer Beziehung zu Ilse Rewald lesen. Im September 1987 suchte ich Ilse Rewald zum ersten Mal auf. Als junge Mitarbeiterin der Gedenkstätte Deutscher Widerstand war ich damit beauftragt worden, den künftigen Ausstellungsraum Hilfen für Verfolgte zu erarbeiten. Im Zusammenhang der Erweiterung des Widerstandsbegriffes auf die gesamte Breite des Spektrums sollten Hilfen für Verfolgte erforscht und in einem eigenen Raum dargestellt werden. Das Thema war seit den 1950er Jahren zwar präsent und von verschiedenen Seiten beachtet worden, doch als Widerstand gegen das NS-Regime wurde das Unterstützen von Juden, die sich den Deportationen entzogen hatten, noch nicht gesehen. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich einfach, weil Ilse Rewald als Autorin ihres Berichtes im Hause bekannt war. Mir war bei der Lektüre aufgefallen, dass sie ihre Helferinnen und Helfer nur mit Buchstabenkürzeln nannte. So war ein Ziel meines Gesprächs. Entschuldigung. So war
war ein Ziel meines Gesprächs mit der Autorin, aus erster Hand die vollständigen Namen und die damit verbundenen Geschichten ihrer Helferinnen und Helfer zu erfahren. 10 Jahre zuvor, 1975, glaubte Ilse Riewald aus gutem Grund, die Identität ihrer Helfer schützen zu müssen. Und so hatte ich mich darauf eingestellt, sie davon überzeugen zu müssen, mir jetzt die vollständigen Namen ihrer Lebensretter zu nennen. Überraschenderweise hat sie sofort und bereitwillig über ihre Helferinnen und Helfer erzählt. Heute, aus der Rückschau, interpretiere ich es so, dass sie darauf gewartet zu haben schien, nach ihrer Geschichte gefragt zu werden. Sie sprach freimütig und lieh mir die Fotos und Dokumente, die ihre Odyssee durch den Untergrund belegten. Es blieb nicht bei diesem einen Besuch. Ihr Mann Werner war bei unseren Zusammenkünften nie dabei. Nach freundlicher Begrüßung zog er sich zurück und überließ seiner Frau das Gespräch mit mir. Sie erklärte mir, dass ihn die Erinnerungen an ihre Erlebnisse während der NS-Zeit sehr mitnehmen würden. Bei ihr war es anders. Sie erzählte mir enthusiastisch, dass sie von Schulen und anderen Orten eingeladen würde, um von ihrer Überlebensgeschichte vor jungen Leuten zu berichten. Zu dieser Zeit gab es den Zeitzeugen im öffentlichen Bewusstsein noch nicht. Doch hatten einzelne Lehrerinnen und Lehrer in Berlin und anderen Städten schon seit Ende der 1960er Jahre von sich aus nach Menschen gesucht, die ihren Schülerinnen und Schülern aus eigenem Erleben von der Verfolgung der Juden während der NS-Zeit berichten konnten. Dadurch motiviert hatte es sich Ilse Riewald seit dieser Zeit zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen von dem zu berichten, was ihr und ihrer Familie zwischen 1935 und 1945 widerfahren war. Sie glaubte an die Wirksamkeit ihrer Präsenz, weil sie erlebt hat, wie positiv die jungen Zuhörer auf ihre Erzählung reagierten. Sie vermittelte nicht nur ein Gefühl für die Zeit der Diktatur, sondern berichtete ihnen aus erster Hand, wie sie persönlich die Verfolgung er- und überlebt hatte. Die vielen Briefe der Schulklassen, die sie aus der Nachbereitung ihrer Besuche erhielt, zeigten ihr in mannigfaltiger Weise, dass sie erfolgreich wirkte. Am 9. November 1988 wurde die Überlebensgeschichte des Ehepaars Riewald im Raum 22 Hilfen für Verfolgte als Teil der neuen Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Berliner Stauffenbergstraße der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit den vollständigen Namen und den Fotos der Menschen, die ihnen beim Überleben geholfen hatten. Zum ersten Mal in Deutschland wurde damit die Hilfe für Jüdinnen und Juden im Untergrund als Widerstandshandlung öffentlich gewürdigt. Seit der ersten Veröffentlichung ihrer Überlebensgeschichte sind etliche Jahrzehnte vergangen. In der Zwischenzeit konnte mehr über diejenigen Menschen in Erfahrung gebracht werden, die dem Ehepaar Riewald im Untergrund halfen. Daher erweitert diese Publikation den Blick auf diejenigen Helferinnen und Helfer des Ehepaars Riewald, die Ilse Riewald damals in ihrer Erzählung nicht erwähnte. Ausgehend von einer tiefen Wertschätzung für ihre frühe Erzählung und dem großen Respekt vor Ilse Riewalds Entschluss, Ende der 1950er Jahre ihre Überlebensgeschichte zu veröffentlichen, hätte ich sehr gern mit ihr und ihrem Mann über alle neuen Erkenntnisse gesprochen. Es wäre auch für sie als Autorin des Berichts sicherlich spannend gewesen zu erleben, dass sich im Laufe der Zeit Sichtweisen und Haltungen ändern können. Leider konnte es zu dieser abschließenden Betrachtung nicht mehr kommen. Ilse Riewalds zentrales Anliegen war es, ihren Lebensrettern ein bleibendes Denkmal zu setzen. Einige Monate nach Ilse Riewalds Tod, am 15. Dezember 2005, kam der schriftliche und fotografische Nachlass von Ilse und Werner Riewald in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Kurz zuvor, im Sommer 2005, als das Projekt Gedenkstätte Stille Helden an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ins Leben gerufen worden war,
sprach ich mit Ilse Riewald über eine Neuauflage ihres Überlebensberichtes. Es gab schon damals die Idee der Bearbeitung und Erweiterung ihrer Veröffentlichung von 1959. Etliche neue Textteile, vor allem die Zeit vor 1940 und nach 1945 betreffend, hatte sie dafür schon zusammengestellt. Als sie im Herbst 2005 schwer erkrankte, wurde deutlich, dass sie diese Publikationspläne nicht mehr vollenden kann. Die Überlebensgeschichte des Ehepaars Riewald wurde dann in der Gedenkstätte Stille Helden seit ihrer Eröffnung Ende Oktober 2008 in der Rosenthaler Straße 39 in Berlin-Mitte auf dem Medientisch unter dem Titel Gehetzt von Tag zu Tag gezeigt. Mit der Neueröffnung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße 13 bis 14 im Februar 2018 wurde die Geschichte Riewald unter dem Titel Verfolgte helfen Verfolgten als eine der 10 Geschichten im Ausstellungsraum erzählt. Als attraktives und sprechendes Objekt war Ilse Riewalds Nähkästchen zu sehen, vor dem das Stoffband lag, auf dem sie all ihre Adressen notiert hatte. Kurz vor dem Abtauchen in die Illegalität im Januar 1943 nähte sie dieses Band in ihren Rocksaum ein, um die wichtigsten Adressen in der Zeit als Flüchtling unbemerkt bei sich tragen zu können. Das Stoffband im Nähkästchen kam allerdings erst etwa 10 Jahre nach ihrem Tod zum Vorschein. Vermutlich hatte Ilse Riewald vergessen, dass sie es sorgfältig gerollt, zusammen mit einem... ihrer umnähten Judensterne bei ihren Nähutensilien aufbewahrt hatte. In der im Oktober 2020 eröffneten neuen Dauerausstellung Stille Helden Europa wird das Stoffband in Kombination mit ihrer jüdischen Kennkarte von 1939 und einem ihrer Judensterne im Kapitel über die Befreiung gezeigt. Es waren Menschen wie Ilse Riewald, die nicht müde wurden, mit den Jüngeren über ihre Erlebnisse zu diskutieren, nicht um anzuklagen, sondern um zu warnen, dass Rassismus, Gewalt und Hass auch in modernen Gesellschaften und Staaten immer wieder ausbrechen können. Es geht nicht um die Schuld für die Vergangenheit, sondern um Verantwortung für die Zukunft. Menschenrechte für alle durchzusetzen, bleibt eine Aufgabe über die Gegenwart hinaus. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Gerlein, für die Worte von Barbara Schieck. Wir gehen jetzt über zu der Lesung der Textstellen von Ilse Riewald, was Frau Hertling dankenswerterweise übernommen hat. Ja, ich mache immer kurze Einführungen, weil die Textstellen sonst so auseinanderklaffen und auch nicht immer verständlich werden. Die Stellen sind aus dem ersten Teil des Buches, eben der Autobiografie von Ilse Riewald. Wir beginnen im Jahr 1941. Das Buch selber greift aber viel weiter zurück. Es schildert Ilse Baschs, wie sie hieß, Ilse Baschs behütete Kindheit als Tochter eines Berliner Tierarztes und ihre Ausbildung zur Bürokraft, nachdem sie das Gymnasium nicht mehr bis zum Abitur besuchen konnte. Sehr jung, im Alter von 20, heiratete Ilse Basch 1938 den 11 Jahre älteren Innenarchitekten Werner Rehwelt, als dieser seinen Beruf schon nicht mehr ausüben durfte. Besonders hervorzuheben ist die enge Beziehung von Ilse Riewald zu ihrer schon 1930 verwitweten Mutter Margarete Basch, von deren Schicksal wir im Laufe der Lesung noch einiges hören werden. Ilses jüngerer Bruder Josef, Seppel genannt, konnte im Februar 1939 nach England fliehen. Der Kriegsbeginn vereitelte die Auswanderungsbemühungen der übrigen Familie.
Ab 1941 musste Ilse Rehwald in einem Rüstungsbetrieb der Luftwaffe in Berlin-Kreuzberg Zwangsarbeit leisten. Ihr Ehemann war schon früher zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft verpflichtet worden und wurde ab 1940 der Reichsbahn zugeteilt. Auch in dieser Zeit versuchten Ilse und Werner Rehwald weiterhin, sich gegen alle Beschränkungen, Verbote und Entbehrungen, zu denen sie das NS-Regime zwang, zu behaupten. Bitte, Frau Herr. Kurz nach Kriegsbeginn wurde mein Mann als jüdischer Zwangsarbeiter zum Kartoffeleinsatz in die Umgebung Berlins geschickt. Er arbeitete dort nur mit Juden zusammen. Nach 4 Wochen schwerer Arbeit, Übernachtung in einer Scheune, war der Einsatz beendet. Aber die Kartoffelbuddler hatten eine Gemeinschaft gebildet und trafen sich alle 14 Tage in der Wohnung eines Kameraden. Die Frauen lernten sich kennen und es gelang, dass Menschen der verschiedensten Berufe und Interessen Freunde wurden. Die politischen Gespräche und Sorgen sollten nicht zu bedrückend sein und es wurde vereinbart, dass jeder aus seinem Gebiet einen Vortrag hielt. Wir hörten einen Briefmarkensammler, einen Apotheker, einen Kurbelsticker und am schönsten war der Vortrag eines Pianisten. Er, Heinz Fischer, war froh, endlich nicht nur allein für sich zu spielen, sondern dankbare Zuhörer zu haben. Er lebte mit seiner Mutter Frieda und seiner älteren Schwester Lotti in einem schönen Haus in Berlin-Pankow, Breite Straße 8. Vierhändig spielten seine Mutter und er die Sinfonien von Beethoven. In dem Musikzimmer erklangen Schubert, Brahms, Mendelssohn, Grieg und Chopin. Sein Spiel zauberte uns für Stunden in eine andere Welt. Wir vergaßen die täglichen Schikanen und Diskriminierungen und schöpften neue Hoffnung und Kraft für den grauen Alltag. Wir alle durften schon lange kein Theater, Kino oder Konzert besuchen. Der Jüdische Kulturbund, der hervorragende Arbeit geleistet hat, wurde nach dem 9. November 1938 verboten. Er wurde jedoch wieder erlaubt, aber endgültig dann am 11. September 1941 verboten. Die Wohnungen waren zum Teil zu klein für unsere Zusammenkünfte, aber ein Plättbrett über 2 Stühle oder Kisten gelegt schuf zusätzliche Sitzgelegenheiten. Wenn einer am Radio eine englische Sendung hören konnte, die uns etwas Hoffnung gab, waren wir gläubige Optimisten. Die Buddler ließen sich nicht unterkriegen, obwohl sie aus ihrem Beruf gerissen waren, keine Auswanderungsmöglichkeiten hatten und täglich auf neue Schikanen gefasst sein mussten. Sie nahmen sich Nietzsches Satz zum Leitmotiv, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Abgesehen von den Treffen im Kreise der Buddler und ihrer Frauen entstand bald eine intensive Freundschaft zwischen Heinz Fischer und uns. Wir freuten uns an gemeinsamen Gesprächen über Literatur und Musik und hörten unsere Schallplatten. Im Sommer saßen wir im Garten seines Pankower Hauses unter alten Kastanienbäumen, übersetzten Shakespeare und nahmen Blumen und Obst als Abschiedsgeschenke entgegen. Heinz Fischer ermutigte mich zum Schreiben, um diese trostlose Zeit für die Konzentration meiner Gedanken zu nutzen. Er zwang mich durch seine Kritik zum gründlichen Nachdenken und besserem Formulieren. Er lehrte mich das Schreiben als Befreiung von Trauer, als Gegenpol zum Negativen zu sehen, und er machte mir begreiflich, dass das Negative genauso wenig absolut ist wie das Positive. Von ihm lernte ich die Kraft, mich trotz aller Geschehnisse nicht erdrücken zu lassen. Seine starke Persönlichkeit und sein Optimismus wirkten auf uns beruhigend, und so freuten wir uns von allem Zusammensein auf das Nächste. Aber Mitte Oktober 1941 begannen für die Betroffenen selbst überraschend die Massendeportationen von Jüdinnen und Juden aus Berlin. Sie führten zunächst in das Ghetto, das die deutschen Machthaber in der annektierten polnischen Stadt Łódź eingerichtet hatten. Die Stadt war von den Nationalsozialisten in Litzmannstadt umbenannt worden. Bereits wenige Tage nach dem Beginn der Deportation war auch der Freundeskreis von Ilse Rehwald betroffen. Sie erfuhr davon am Telefon. Jüdische Haushalte durften da schon seit einem Jahr kein Telefon mehr besitzen.
Man behalf sich aber mit den damals technisch möglichen Anrufen von Telefonzelle zu Telefonzelle. 2 Monate nach dem von Ilse Rewald geschilderten Telefonat wurden allen Sternträgern, wie sie genannt wurden, auch die Benutzung dieser öffentlichen Apparate unter Strafandrohung verboten. Unser Freund, der Pianist Heinz Fischer, ist auch abgeholt worden. Zu unserer vereinbarten Telefonzeit konnte er mich sogar anrufen, aber seine Stimme klang anders als sonst. Ilschen, das ist unser letztes Gespräch. Die Gestapo ist in unserer Wohnung und wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, wir werden gleich abgeholt. Lass dich nicht unterkriegen. Wie er es geschafft hatte, mich noch anzurufen, weiß ich nicht. Die Glaswände der Telefonzelle schienen mir ein Gefängnis zu sein, aus dem ich nicht mehr entrinnen konnte. Am nächsten Tag stand ich vor der ehemaligen Synagoge in der Levezzo-Straße, die jetzt als Sammellager für Juden benutzt wurde. Der Zutritt war strengstens verboten. Aber durch einen jüdischen Helfer informiert, stand Heinz plötzlich am Fenster. Er sah grau und wie erstarrt aus, gab mir aber ein Zeichen der Ermutigung, mich nicht unterkriegen zu lassen. Mit großer Mühe unterdrückte ich meine Tränen bei dieser letzten Begegnung. Am 14. Oktober 1941 wurde er nach Litzmannstadt deportiert. Wir alle lebten im Aufbruch, zitterten vor jeder Post, die uns die Nachricht unserer bevorstehenden Abholung bringen könnte. Noch hofften alle, dass die Verschleppten nur in Arbeitslager in den von Deutsch besetzten Gebieten deportiert und zu arbeiten herangezogen würden. Mancher versuchte daher, die zum Abtransport eingeteilten Angehörigen zu begleiten, um das Ungewisse gemeinsam durchzustehen. Zur Jahreswende 1941-42 musste Ilse Rewald die Deportation ihrer Mutter und Tante miterleben. Dieses Ereignis und die Angst über das Schicksal der Deportierten quälten sie bis an ihr Lebensende. Am 20. Dezember 1941, meinem dritten Hochzeitstag, wurde ich in der Fabrik von meiner Mutter angerufen. Sie hatte die Listen bekommen und bat mich, sofort um Urlaub von der Arbeit nachzusuchen. Der Meister gewährte meine Bitte und ich versuchte, meiner Mutter ruhig und gefasst entgegenzutreten. Wir hatten die Hoffnung noch nicht aufgegeben, irgendeine Möglichkeit zu finden, um die Deportation zu verhindern. Ein Bekannter erzählte, die Transporte seien gestoppt. Ein anderer versprach, die Akte könne gegen Geld verschwinden. Ich selbst ging zur Gestapo in die Burgstraße, weil ich mich nicht auf Gerüchte verlassen wollte. Ein SA-Mann stand mir gegenüber und fragte mich, warum ich käme. Ich trug Folgendes vor. Meine Mutter würde für meinen Mann, Zwangsarbeiter bei der Deutschen Reichsbahn, sowie für meine Tante und mich, beide in Rüstungsbetrieben beschäftigt, sorgen. Ich flehte ihn an, meine Mutter von der Evakuierung zurückzustellen, da mein Vater als Freiwilliger mit 41 Jahren in den Ersten Weltkrieg gegangen wäre. Während der 4 Kriegsjahre hätte er sich ein Nierenleiden zugezogen, an dem er später gestorben wäre. Ich käme nicht nur für meine Mutter, sondern auch für ihre Schwester, meine Tante Paula, denn die Listen lauteten auf beide Personen. Ich nannte ihm die Namen und Transportnummern und wurde vom SA-Mann angeschrien, was mir denn einfiele und ob er für mich vielleicht Sondergesetze schaffen solle. Es würde schon die Zeit kommen, wo ich solche Frechheiten nicht mehr äußern könne. Tief enttäuscht und mutlos kam ich nach Hause und wollte einen letzten Weg versuchen. Wir glaubten zu dieser Zeit an Ghetto und Arbeitslager im Osten und sahen unserer Evakuierung in kürzester Zeit entgegen. Man wusste allerdings nicht, ob wir an den gleichen Ort wie meine Mutter und Tante kommen würden. Mein Mann gab seine Einwilligung, dass er und ich uns freiwillig melden, um nicht von unseren Angehörigen getrennt zu werden. Immer noch glaubten wir, dass uns nichts passieren könne, wenn wir nur nicht auseinandergerissen würden. Ich sprach mit der Betriebsleitung, mit dem Meister und sie gaben mich zum Transport frei. Wir packten die Rucksäcke, die wärmsten Sachen wurden übereinander gezogen, denn es war eisiger Winter.
Mein Mann stellte bei der Deutschen Reichsbahn ebenfalls seinen Antrag und bat um Freistellung von der Arbeit. Der Inspektor sprach bei der Gestapo vor, die die Einwilligung verweigerte. Die bei der Reichsbahn beschäftigten Juden würden dringend als Arbeitskräfte gebraucht und können nicht um Transport zum Transport freigegeben werden. Die Listen meiner Mutter und Tante waren ausgefüllt. Gestapo-Beamte kamen in die Wohnung und holten sie am 11. Januar 1942 ab. Ich war verzweifelt, aber wir sahen keinen Ausweg. Täglich wurden die liebsten Menschen auseinandergerissen, immer wieder Trennung, Abschied nehmen. Wir lebten in einer Höllenqual. Nach der Deportation von Mutter und Tante lebten Ilse und Werner Rehwald noch ein Jahr legal in Berlin. Mit mehr und mehr Einschränkungen, Zwangsarbeit und immer geringeren Lebensmittelrationen. Weitere Verwandte und Freunde wurden abgeholt, wie es damals hieß. Der Gedanke an eine Flucht tauchte auf, aber mit dem Entschluss zum Untertauchen zögerten Rehwalds, bis die Frage Anfang 1943 unausweichlich wurde. Eines Morgens hörten wir die Schreckensnachricht, dass die Abholung jetzt ohne vorherige Mitteilung straßenweise oder vom Arbeitsplatz erfolgen sollen. Es gab keinen Schutz mehr, auch wenn man bei der Reichsbahn oder in einem Rüstungsbetrieb zwangsverpflichtet war. Werners Bruder Kurt Rehwald wurde als letzter unserer Familie geholt und für uns gab es nun keine Gefahr mehr, die wir unseren Angehörigen durch unsere Flucht hätten bereiten können. Denn wenn sich einer verborgen hielt, nahm die Gestapo ein Familienmitglied als Geisel. Gute Freunde, die in privilegierter Mischehe, das heißt in einer Mischehe mit Kind lebten, ermutigten uns in dem Gedanken, ein illegales Leben in Berlin zu versuchen. Es waren Elli und Paul Fromm in der Brandenburgischen Straße 22 und sie versprachen uns zunächst meinem Mann Obdach zu gewähren. Ich versuchte nun bei anderen Bekannten um ein Unterkommen für mich zu bitten, aber alle fürchteten die Nachbarn oder den Luftschutzwart. Es sah auch so aus, es bliebe doch keine Rettung. Am 11. Januar 1943, es war ein Wintertag mit 20 Grad Kälte und schneidendem Ostwind, ging ich zu Familie Pickard in die Bregenzer Straße 10, die ich persönlich überhaupt nicht kannte. Nur durch unsere Freunde Kollmann hatte ich von ihrer großen Menschlichkeit und breiten Hilfsbereitschaft gehört. Der jüdische Mann Max Pickard, Arzt, war vor kurzem gestorben. Die christliche Mutter Käthe Pickard und ihre Tochter Ursula taten ihr Möglichstes, um sich der verfolgten Juden anzunehmen und ihre Not zu lindern. Ich war schon so verzweifelt, dass ich es wagte, ihnen meine Bitte um Obdach vorzutragen. Sie sagten mir, dass sie schon in großer Gefahr schwebten und nicht noch mehr Risiko auf sich nehmen könnten. Während ich weinend die Treppe hinunterging, wurde ich von ihnen zurückgerufen. Sie hatten es nicht verantworten können, mich der Gestapo zu überlassen und boten mir an, vorläufig bei ihnen zu wohnen. Von diesem Tag an trugen wir keinen Jugendstern mehr, lebten ohne polizeiliche Anmeldung und ohne Lebensmittelkarten. Wer untertaucht, macht sich nicht frei, sondern rechtlos und vogelfrei. Für meinen Mann und mich hieß die Alternative, auf legalem Wege immer noch einen und noch einen Schritt weiter zu gehen und dann noch ein Schrittchen, bis man abgeholt wird. Oder den Versuch zu wagen, einen grundsätzlich anderen Weg zu finden, das Leben in der Illegalität und wenn es nur 3 Tage dauert. Die Alternative hieß legaler Tod oder illegales Leben. Vogelfrei zu sein bedeutete für uns eine äußerst enge, auf den nächsten Tag oder die nächste Stunde begrenzte Freiheit zu genießen. Es hat kein Netz gegeben, das einen beim Untertauchen abfing, wenn man stürzte. Ich hatte, wenn ich durch die Stadt ging, nicht das Gefühl, hier sind viele, die mir helfen würden. Man war Gefangener im Netz der Behörden und der fanatischen Nazis. Aus diesem Netz wollte man ständig raus, suchte ein Schlupfloch. Wir wussten, dass es absolut notwendig war, falsche Papiere zu besitzen. Unsere Bekannten, das Ehepaar Fromm, rieten uns, ihnen unsere Fotos zu geben, denn sie hatten durch Dritte gehört, dass ein Beamter für 300 Mark
Kennkarten ausstellen würde. Schweren Herzens entschlossen wir uns, ihnen das Geld auszuhändigen, denn unsere Bankkonten waren ja durch unsere Illegalität nicht mehr zugänglich. Und das Pfund Butter kostete schon 90 Mark. Aber dem Besitz falscher Papiere zu kommen, die unsere Existenz sichern halfen, war wichtig genug. Es vergingen Wochen voll bangen Wartens, bis wir erkennen mussten, dass wir einem Schwindler in die Hände gefallen waren, der nur unser Geld haben wollte. Wir mussten einen anderen Ausweg finden. Der Reichsbahninspektor Fritz Wolzenburg, der Vorgesetzte meines Mannes während der Zwangsarbeit bei der Reichsbahn, hatte sich immer als Gegner der Nazis gezeigt. Mein Mann wurde in versteckten Andeutungen von ihm zum Untertauchen angeregt, sodass wir von ihm Hilfe erwarten durften. An einem Abend fuhr mein Mann zu ihm und erklärte ihm, dass wir ohne irgendwelche Ausweise nicht mehr existieren können. Werner hatte unsere Fotos dabei und bat Herrn Wolzenburg, uns Reichsbahnpapiere zu besorgen. Nach 2 Tagen waren wir im Besitz von 2 Blankoausweisen der Deutschen Reichsbahn, die mit dem amtlichen Stempel versehen waren. Wir hefteten unsere Fotos ein und füllten den Ausweis für Werner mit Erich Treptow, Hilfsrottenführer im Dienst der Deutschen Reichsbahn aus. Wir wussten, dass dieser Erich Treptow wirklich existierte, sodass sich bei einer Kontrolle und Rückfrage bei der Polizei oder Reichsbahn die Angaben des Ausweises bestätigen mussten. Mein Mann war sozusagen sein Double. Aber wie hieß Frau Treptow mit Vornamen? Wann und wo wurde sie geboren? Wo war sie beschäftigt? Wir konnten ohne diese Angaben meinen Ausweis nicht ausfüllen. Es blieb nur ein Ausweg, den ich dann unternahm. Ich steckte mir ein Parteiabzeichen an, das mein Mann einmal in einem alten Sessel gefunden hatte, und fuhr zur Wohnung von Treptow. Dort erklärte ich ihr, dass ich vom Arbeitsamt käme, um die vorhandenen Unterlagen und Akten zu ergänzen. Ich hatte mir einen Bogen mitgenommen, in dem schon andere Daten notiert waren, und so stellte ich meine Fragen, um von ihr alles Wichtige zu erfahren. Nach anfänglichen, ärgerlichen Reden, dass sie ja längst beim Arbeitsamt registriert wäre und dass sie das alles nicht verstehen würde, beruhigte ich Frau Treptow. Wir hätten sie extra nicht hinbestellt, ich wäre zu ihr gekommen, weil die Karteien durch die Bombenangriffe nicht mehr vollständig wären. Ich redete und redete, bis ich alles Wissenswerte erfahren hatte. Zum Schluss wusste ich auch, dass sie bei der Gestapo beschäftigt war. Nun konnte ich also meinen Ausweis ausfüllen und lernte auswendig, dass ich von diesem Tage an Maria Treptow, geborene Jurezko, war, die am 3. Mai 1970 in Beuthen geboren war. Pickards, bei denen ich wohnte, wussten natürlich von meinem Unternehmen und warteten zitternd auf meine Rückkehr. Fritz Wolzenburg hatte uns selbstverständlich keinen Pfennig für seine Hilfe abgenommen. Ilse und Werner Rehwald mussten sich im Untergrund häufig trennen. Das bedeutete immer, dass sie zusätzlich zu allen Risiken auch noch Angst und Ungewissheit umeinander ausstehen mussten. Eine Kollegin aus Ilse Rehwalds Zwangsarbeitszeit, Frau Rosa Oberdörfer, war eine alte Freundin der Musikwissenschaftlerin Cornelia Schröder-Auerbach. Sie vermittelte den Kontakt zwischen Rehwalds und der Familie Schröder, in deren kleinen Haus in Berlin-Zehlendorf Rehwalds zunächst Arbeit fanden. Als sie das Versteck bei Picards durch einen Bombenangriff verloren, boten Schröders an, Rehwalds bei sich aufzunehmen. Hanning Schröder, Komponist und Bratschist, hatte ebenso wie seine Frau Cornelia, die jüdischer Herkunft war, Berufsverbot und litt unter Hausdurchsuchung und Verhören der Gestapo. Mit einer Sondererlaubnis konnte er noch als Bratschist in einem Theater arbeiten. Rehwalds kamen von Frühjahr 1944 bis Kriegsende gemeinsam in Schröders Haus unter. Wegen zunehmender gefährlicher Nachstellungen und den eskalierenden Bombenangriffen verließ Cornelia Schröder-Auerbach mit ihrer Tochter Nele in dieser Zeit Berlin. Trotz vieler heikler Situationen war Rehwalds Versteck bei Hanning Schröder relativ sicher. Mit ihm und seiner Familie verband sie schließlich eine herzliche Freundschaft, die ihr Leben lang anhielt.
Wir hören nun noch einmal eine Passage von Ilse Rehwald über eine der gefährlichsten Situationen ihres Untergrunddaseins, als nämlich Hanning Schröder Anfang 1945 zum sogenannten Volkssturm einberufen werden sollte. Nun kehrte sich die Situation um. Ilse Rehwald trat ihrerseits mit einer unglaublichen Kaltblütigkeit als Retterin ihres Helfers auf, schützte ihn vor dem gefährlichen militärischen Einsatz und bewahrte so auch das gemeinsame Versteck. Unser Gastgeber, Freund, fuhr in den Schwarzwald und ließ sich in ein Sanatorium mit einem angeblichen Nervenzusammenbruch einweisen. Aber was konnte Hanning Schröder für seine eigene Rettung tun? Wenn er sich vor dem Volkssturm drückte, wären das Haus und wir Illegalen noch mehr gefährdet. Würde er der Aufforderung Folge leisten, wären wir schutzlos und allein. Wir saßen die ganze Nacht und überlegten alle Möglichkeiten. Der Volkssturmmann war so wenig ausgebildet und sein Einsatz so sinnlos, dass man ihn nur noch als Kanonenfutter bezeichnen konnte. Andererseits durfte er aufgrund seiner Hilfe für uns keineswegs auffallen. Nach langen Überlegungen hatte er sich entschlossen, am nächsten Morgen beim Volkssturm anzutreten. Als kleine Hoffnung blieb nur noch, ihn durch den Vorstand des Uferfilmorchesters in Babelsberg als unabkömmlich reklamieren zu lassen. Wir versprachen, alles Menschenmögliche zu tun. Werner fuhr auf einem geliehenen Fahrrad durch ganz Berlin, weil er keine Beförderungsmittel mehr gab. Der Orchestervorstand gab ihm ein Schreiben mit, aus dem hervorging, dass die Arbeit des Orchesters ohne Solo-Bratscher unmöglich wäre. Dieses Schriftstück musste vom Ortsvorstand der NSDAP abgestempelt werden. Doch die Bestimmungen wurden in den letzten Tagen wieder verschärft und geändert, sodass nun der Kreisvorstand der NSDAP die Gegenzeichnung vornehmen musste. Ich überlebte nicht lange, sondern ging in die Höhle des Löwen. Ein dicker SA-Mann mit Orden und Abzeichen geschmückt empfing mich. Ich erklärte ihm, dass ich als Sekretärin der UFA extra vom Orchestervorstand geschickt wäre, um die Zurückstellung des Solobratschers vom Volkssturm sofort mitzunehmen. Er sah sich das Schreiben von allen Seiten an. Bange Minuten des Wartens vergingen. Ich unterstrich nochmals die wichtige kulturpolitische Arbeit der UFA und des Filmorchesters und erhielt den Stempel. Nun musste ich damals zum Bataillon des Volkssturms, denn jede Minute länger bedeutete tödliche Gefahr. Als ich alles erledigt hatte, sprach ich mit Hanning Schröder in der Kaserne und berichtete von unseren Unternehmungen. Er glaubte an keine Reklamation mehr, da es generell keine mehr geben sollte. Tatsächlich war er der Letzte, der vom Volkssturm freikam, und wir waren glücklich, unseren Beschützer wieder im Haus zu wissen. Dann endlich der 2. Mai, das Berliner Kriegsende, die Befreiung vom Naziterror. Die 12 Jahre waren für uns endlos gewesen. Bis heute erscheinen sie nur noch immer viel länger als die gesamte Zeit danach. Wir hören jetzt noch einmal Albrecht Weismann mit Musik von Hanning Schröder. Thank you.
Befreiung durch die Alliierten, als die wenigen im Untergrund Geretteten im Mai 1945 ihre Verstecke verlassen und ihre richtigen Namen wieder nennen konnten, erscheint als eine Erlösung. In vieler Hinsicht war es das auch. Aber das Erlebte, die erlittenen Traumata, die Suche nach dem Verbleib der Deportierten, die Trauer um die ermordeten Angehörigen und die oft vergeblichen Hoffnungen, diese doch noch wiederzusehen, das alles blieb und quälte die Überlebenden für den Rest ihrer Zeit. So war es auch bei Ilse und Werner Rehwald. Etliche Kapitel des Buches sind der Nachkriegszeit gewidmet. Das Ehepaar Rehwald entschloss sich, in Berlin zu bleiben und nicht wie viele andere Überlebende ins Ausland zu emigrieren. Ilse Rehwald benannte es so, ich zitiere, trotz der schlimmen Erfahrungen konnte uns niemand das Recht auf unsere Heimat absprechen, denn unsere Heimat war und ist Berlin. Zitat Ende. Sie wollten auch zum demokratischen Neuaufbau im westlichen Teil Deutschlands beitragen. Zunächst lebten sie bei Schröders in Zehlendorf und zogen schließlich in ein Haus in deren Nähe. Ihr kleiner Freundeskreis war der Mittelpunkt von Rehwalds Leben nach dem Krieg. Kinder bekamen sie nicht. Der Nachhall der Verfolgung prägte Ilse Rehwalds Leben besonders in drei Bereichen. Ihrem Entschluss, möglichst früh über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu informieren und die Erinnerung daran wachzuhalten. Zum Zweiten mussten sich Rehwalds in einem sehr langen Verfahren mit den Entschädigungsbehörden streiten, da Werner Rehwald als ehemaliges Mitglied der VVN zunächst als nicht entschädigungswürdig galt. Dies wurde erst 1961 revidiert. Am quälendsten aber war das Leben mit den seelischen Folgen der Verfolgung. Besonders die verzweifelten Fragen nach dem Schicksal ihrer Mutter und Tante begleiteten Ilse Rehwalds bis zu ihrem Tod. Auf die komplizierten Auseinandersetzungen mit dem Entschädigungsamt werden wir jetzt nicht eingehen. Aber sie sind ausgesprochen lehrreich und im Buch sehr lesenswert. Hier werden wir noch einige Passagen von Ilse Rehwald über ihren selbstgesetzten Auftrag und ihr öffentliches Wirken hören. Danach gehen wir zu ihren auch widersprüchlichen Versuchen über, mit der Erkenntnis weiterzuleben, dass ihre Angehörigen ermordet worden waren. Frau Hertling, nochmals. Zum Gedenken an den 9. November 1938 wurde ich zur gemeinsamen Veranstaltung der Evangelischen Akademie Berlin mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Haus der Kirche eingeladen. Ich sprach über meine Gedanken zum Widerstand heute. Heinrich Bölls Wort, wir sind geboren, um uns zu erinnern, nicht vergessen, sondern Erinnerung ist unsere Aufgabe, stand im Mittelpunkt der Diskussion, an der auch Hanning und Cora Schröder teilnahmen. Auf die Frage, warum sie uns trotz der Gefahr aufgenommen und unterstützt hatten, war ihre selbstverständliche Antwort, das war unsere Widerstandshandlung. Damals informierten die Schulbücher nur auf wenigen Seiten über die Zeit des tausendjährigen Reiches. Was kann sich ein junger Mensch vorstellen, wenn er hört, dass 6 Millionen Juden umgekommen sind? Die Lehrer waren zum Teil selbst zu jung, um das Geschehen nicht auch nur als Geschichte zu kennen. Ihre Eltern und Erzieher gehörten noch der Generation an, die gerne davon sprach, endlich Schluss mit der Vergangenheit zu machen. Sie wollten der Jugend weismachen, nichts gesehen und nichts gewusst zu haben. Keiner war Mitglied der Nationalsozialistischen Partei gewesen. Alle waren nur Opfer des Faschismus. Da wurde mir immer klarer, dass mein Überleben die Verpflichtung in sich trägt, von der Vergangenheit zu sprechen. Ich glaube, die Gegenwart ist nur zu verstehen, wenn man die Vergangenheit kennt, um dann die Zukunft zu gestalten. Durch unsere Erlebnisse bin ich aufgerufen, mich politisch zu informieren und Ursachen und Wirkungen zu erkennen. Sehr wach verfolgte ich die sich hinschleppenden Prozesse gegen Verbrecher der Nazizeit, die Berichterstattung der Deutschen Nationalzeitung, die es heute noch wagt, ihrer nicht geringen Leserschaft bewiesene Geschehnisse als Lügen und Übertreibungen zu schildern. Ich lese mit Besorgnis von Friedhofsschändungen und neonazistischen Organisationen, die die Jugendlichen mit den alten Parolen in die Irre führen. Fundiertes Wissen und psychologisches Einfühlungsvermögen sind nötig, um den Anfängen zu wehren.
und eine verstärkte Aktivität der Kräfte, die wissen, wohin Vorurteile und Hass führen können. Ich lebe nicht in der Illusion, wie meine Eltern damals, der Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik habe keine Chancen. Als überlebende Jüdin setze ich mich dafür ein, dass es keine Verjährung für Mord geben darf, so wie es keine Verjährung für das Leid gibt, das man Menschen angetan hat. Bis heute habe ich Albträume, die sich auch durch Schreiben und Sprechen nicht vertreiben lassen. Das ist eben der Preis dafür, dass ich überlebt habe. Wir hören jetzt noch eine letzte Passage, wie Ilse Rehwald diesen Preis des Überlebens beschrieb. Danach wird Johanna Gisela Bächen, die sich während ihres Philosophiestudiums an der Freien Universität Berlin mit Ilse Rehwald anfreundete, darüber sprechen, wie sie dies als Vertraute und zugleich Außenstehende miterlebt hat. Christoph Brügge wird uns anschließend erzählen, wie symbolische Formen der Beisetzung, Erinnerung und Verewigung der Namen der deportierten Angehörigen, deren Schicksal ungeklärt blieb, schließlich bewirkten, dass Ilse Rehwald in gewisser Weise zu einem Abschluss ihrer traumatischen Erlebnisse finden konnte. Dies zeigt, wie wichtig auch solche Symbolik für die Überlebenden und ihre Familien war und sind. Immer, wenn ich den aus dem Rigaer Ghetto rausgeschmuggelten Zettel meiner Mutter betrachtete, auf dem sie notierte, dass sie jeden Tag glücklich sei, dass wir nicht mit ihr gegangen sind, erinnerte ich mich an die Hoffnung, die dieses Lebenszeichen in mir ausgelöst hatte. Damals stellte ich mir vor, wie ich sie nach der Befreiung pflegen und lieben würde. Ein Ziel meines Überlebenskampfes war es, ihr nach den grauenhaften Erlebnissen im KZ zur Seite zu stehen. Aber alle Nachforschungen durch Radio, Zeitungen und Suchorganisationen des Roten Kreuzes in Aarholzen blieben ergebnislos. Mein Mann schrie oft laut nachts. Ich wurde von Albträumen gequält, hörte Schritte schwerer SS-Stiefel hinter mir, suchte nach meiner Familie. Die Berichte von Überlebenden vergrößerten meine Ängste. Wie, wo waren sie ums Leben gekommen, erschossen, verhungert, vergast? Niemand konnte mir eine Antwort geben und ich wollte mich nicht damit abfinden, dass keiner der geliebten Menschen zurückkam. Immer wieder glaubte ich, den Bruder meines Mannes irgendwo gesehen zu haben. Ich rannte hinterher, hoffte und wartete auf ein Lebenszeichen aus Schweden oder aus der Sowjetunion. Es blieb nichts anderes übrig. Wir mussten uns damit abfinden, dass wir als einzige unserer engen Familie überlebt hatten, abgesehen von meinem Bruder in England. Fanning Schröder sagte uns realistisch nach der Befreiung, jetzt muss ich euch das Gehen wieder beibringen. Meine erste Begegnung mit Ilse Rehwald verlief ganz unspektakulär. Eine gemeinsame Freundin hatte uns Anfang der 90er Jahre zu einem Frauentreffen eingeladen. Durch Ilses Offenheit gegenüber Menschen, die nicht mehr in die Verbrechen der NS-Zeit verstrickt sein konnten, entwickelte sich schnell eine eigene Freundschaft. Dank Ilses Ansicht, dass es von der FU aus, wo ich ja damals noch Philosophie studierte, nur ein Katzensprung zu ihrem Haus an der Krummen Lanke war, was als Ausdruck ihrer Gastfreundschaft zu deuten ist, wurde die Freundschaft bald ebenso innig wie beständig. Auch mein Mann wurde von Ilse rasch einbezogen. Da er an einem Berufsbildungszentrum unterrichtete, lag es auf der Hand, Ilse als eine bekannte, häufig in Schulen und Universitäten sprechende Zeitzeugin auch in seine Schule einzuladen. Als ich ihn jetzt nach seiner nachhaltigsten Erinnerung an Ilses Auftritt in der Schule fragte, antwortete er spontan: Die Stille. Ilse betrat die Aula und schlagartig wurde es so still im Raum, wie ich es nie zuvor und danach auch nie wieder bei einer großen Ansammlung Jugendlicher erlebte. Alle hörten gebannt zu, bis Ilse ihren Bericht über das Erlebte beendet hatte. Bei dem Versuch, Ilses Wirkung auf andere Menschen in prägnante Worte zu fassen,
fiel uns als knappste wie treffendste aller Formulierungen die folgende ein. I'm here, I'm Jewish, so get fucking used to it. Natürlich hätte Ilse Rehwald selbst das niemals so salopp formuliert. Sie war und blieb trotz einer erfrischenden Portion an Berliner Mutterwitz eine von einem gut bürgerlichen Elternhaus geprägte Persönlichkeit mit umfassenden kulturellen Interessen und einer Leidenschaft für Musik, einschließlich der neuen Musik. Ilse wuchs in einer Familie auf, in der ihrem Wunsch, das Abitur zu machen und zu studieren, keine Steine in den Weg gelegt wurden. Bis mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten der Sicht die spürbar gewordenen Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit zur nationalsozialistischen Ideologie, den antisemitischen Gesetzen und Verordnungen, den brutalen Ausschreitungen gegen jüdische Menschen, diese Zukunftsperspektive jeglicher Basis beraubt wurde. Wenn wir bei Ilse im Quermatenweg zu Gast waren, stand in den Gesprächen stets beides nebeneinander. Auf der einen Seite Erinnerungen an die Geborgenheit und die erfahrene Liebe in der Familie. Auf der anderen Seite das, was nach dem irreversiblen Einschnitt in das zuvor gelebte Leben an traumatischen Ereignissen geschah und seine seelischen Nachwirkungen in Ilse wie in ihrem Mann Werner hinterließ. In Barbara Schiebs Biografie wird ausführlich dargestellt, was Ilse und Werner während der Zeit der Zwangsarbeit und der anschließenden Flucht vor der Deportation erlebten. Aber ebenso hat Barbara Ilses vom Antisemitismus noch unbeeinträchtigten Kindheits- wie frühen Jugenderinnerungen viel Raum gewidmet. Damit hat Barbara den aus unseren eigenen Erinnerungen geschöpften Eindruck einer von Ilse stets festgehaltenen anderen Perspektive untermauert. Gemeint ist die Perspektive eines zwar immer bedroht und fragil bleibenden, gleichwohl aber vielleicht doch wieder gelingen könnenden Miteinanders in dem Land, in dem sich Ilse und Werner zu bleiben entschlossen, obgleich es das Land der Täter war. Dies war ein ausschlaggebendes Motiv dafür, dass Ilse schon recht bald nach dem Leben als Verfolgte und Untergetauchte mit dem öffentlichen Auftreten als Zeitzeugin begann. Sie sprach zu den jungen Menschen über das, was ihr beginnend mit dem Tragen des Judensterns wie den Millionen anderen Opfern des antisemitischen Rassenwahns individuell angetan wurde. Über jene Ereignisse somit, deren Spuren sich auch in den Ilse ein Leben lang heimsuchenden Albträumen niederschlugen. Zugleich aber sprach sie zu den jungen Menschen aus der festgehaltenen Perspektive an ein Leben heraus, wie es ohne Diskriminierung, ohne gesellschaftliche Ausgrenzung, ohne ständige Todesfurcht, ohne den von ihr selbst wie nahezu allen Überlebenden erfahrenen Verlust engster und liebster Menschen gelebt werden sollte. Ilses Engagement als Zeitzeugin hat noch einen anderen Aspekt. Das war ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die den Mut hatten, ihr und ihrem Mann konkrete Hilfe zu gewähren und die ihnen damit das Leben retteten. Mit der Herausstellung des Mutes, den die Helfenden unter Gefährdung des eigenen Lebens bewiesen, wollte Ilse zeigen: Schaut, es geht, sich einzusetzen für bedrohte Menschen, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, Nation oder Kultur. Um jedoch Ilses Leben und ihrem Schicksal als einer Überlebenden besser gerecht zu werden, als es die persönlichen Erinnerungen an sie vermögen, greife ich auf einem anderen Überlebenden gewidmetes Zitat zurück. Es lautet: Wisst, vergesst nicht, und doch werdet ihr nie wissen. Das Zitat ist primär auf die Überlebenden der Todeslager bezogen, in deren Körper und Seelen das Erlittene wie das mit eigenen Augen Gesehene eingebrannt blieb. Aber es erscheint mir legitim, in die apodiktische Aussage, und doch werdet ihr nie wissen,
Menschen wie Ilse einzubeziehen, die im Untergrund überlebt hatten, doch danach mit den Berichten und Bildern aus den befreiten Lagern konfrontiert waren, aus denen ihre deportierten Angehörigen nicht wiederkehrten. Ilse sprach des Öfteren von der Deportation ihrer Mutter Margarete und ihrer Tante Paula. Auch in ihren schriftlichen Aufzeichnungen ist deren Deportation als das traumatischste aller Ereignisse in den kontinuierlichen Erzählfluss über die Zeit eingefügt, die von Hunger, Zwangsarbeit, ständiger Furcht vor Entdeckung und Auslieferung gekennzeichnet war. Sie sprach von der Erwägung, die beiden Frauen nach dem Erhalt des Deportationsbefehls gemeinsam mit Werner zu begleiten. Auch von ihrem vergeblichen Versuch, durch den Verweis auf ihre und Ilsas und Werners Zwangsarbeit die Zurückstellung von Mutter und Tante zu erreichen. Doch erst mit Barbara Schiebs sorgfältiger Sichtung des schriftlichen Nachlasses von Ilse Rehwald stellte sich heraus, dass Ilse über ein sich der Mitteilbarkeit entziehendes Wissen verfügte. Zu schmerzlich, so Barbaras sicherlich berechtigte Annahme, muss es für Ilse gewesen sein, über die aus dem Rigaer Ghetto herausgeschmuggelten Briefe von der Mutter zu sprechen. Und wer kann Ilses Verzweiflung ermessen, als weitere Kassiber der Mutter ausblieben? Aus ihrem Schicksal über die Vergeblichkeit aller späteren Nachforschungen nach dem Schicksal von Mutter und Tante machte Ilse keinen Hehl. Diese Verzweiflung verschränkte sie mit einer Erzählung, in der das durch die Briefe der Mutter dokumentierte Wissen über deren erste Zeit im Ghetto von Riga ausgespart blieb. In der Erzählung, die wir in Ilses Freundeskreis kennen, verloren sich die Spuren der beiden Frauen schon unmittelbar mit ihrer Deportation. Wir wissen es nicht und werden es nicht wissen, ob Ilse diese Version angesichts der Unabweisbarkeit der Einsicht brauchte, dass auch ihre Angehörigen zu den Millionen ermordeter jüdischer Menschen zählten. Oder ob es umgekehrt so war, dass diese Version einen Schutz bildete vor dem Zerbrechen der mit den Briefen der Mutter verknüpften Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihr und Tante Paula. Die Hoffnung, mit ihnen wieder zusammenzukommen, schimmerte in den Gesprächen mit Ilse selbst in ihren letzten Lebensjahren noch sehr oft durch. Unsere Zuneigung zu Ilse tut es ganz gewiss keinen Abbruch, dass mit dem Erscheinen der Biografie von Barbara Schieb unterschiedliche Versionen dieses Teils ihrer Lebensgeschichte nebeneinander stehen. Wie es dazu kam, dass Ilse im hohen Alter mit dem Verlust ihrer am innigsten geliebten Familienmitglieder ins Reine zu kommen vermochte, dass sie auch die Verlegung der Stolpersteine für ihre Mutter und ihre Tante vor deren Wohnort in der Charlottenburger Sübelstraße noch erleben konnte, werden Sie in dem Beitrag von Christoph Hübe erfahren. Liebe Freunde, ich bin gebeten worden, ein paar Worte über die Gedenkstätte in Riga Ikangeki zu sagen und was diese Gedenkstätte mit Ilse Rehwald zu tun hat. Im Sommer 2001 wurde ich Staatssekretär für Justiz im Land Berlin. Im Herbst kriegte ich einen Anruf aus der Senatskanzlei und ich wurde gefragt, ob ich bereit sei, eine Berliner Delegation zu leiten, die bei der Einweihung der Gedenkstätte in Riga Ikangeki dabei sein wird. Ich bin mit meiner inzwischen verstorbenen Frau Andrea und Herrn Hermann Simon, dem Leiter des Zentrum Judaicum in der Oranienburger Straße, Herrn Dr. Brenner, dem damaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Berlin und dem SPD-Abgeordneten Rüther für den Volksbund Kriegsgräber der Fürsorge nach Riga gefahren. Und wir waren bei dieser Einweihung dabei. Das ist eines der
für mich eindrucksvollsten Erlebnisse in meiner Berufslaufbahn. Die Einweihung dieser Gedenkstätte fand am 30. November statt, genau 60 Jahre nach Eintreffen des ersten Deportationszuges von Juden und Jüdinnen aus Deutschland in Riga. Die Gedenkstätte wurde durch das sogenannte Riga-Komitee angeregt und begleitet. Das Riga-Komitee bestand aus Vertretern von 30 deutschen und österreichischen Städten. Es wurde im Roten Rathaus hier zur Zeit von Herrn Diepken gegründet. Inzwischen haben sich 80 Städte diesem Riga-Komitee angeschlossen. Sie sehen auf der linken Seite das Zentrum dieser Gedenkstätte. Es befindet sich im Wald von Riga-Bekjaneki. Bis dahin war es seit Kriegsende benutzt worden als Freizeitort für Skilaufen, Rodeln und Ähnlichem. Und die Menschen dort wussten wahrscheinlich nicht, dass sie über Massengräber rodelten und Ski liefen. Erst auch auf die Initiative eines österreichischen Juden und Architekten, Herrn Herzl, wurde diese Gedenkstätte konzipiert und gebaut. Für mich sind diese Felder, abgegrenzten Felder, symbolisieren Massengräber. Es gibt noch ganz viele dort im Wald, die noch nicht geöffnet worden sind. Aber das sind die Massengräber, wo Steine draufstehen, unbehauene Steine, die für mich aussehen wie auf einem alten, uralten jüdischen Friedhof, zum Beispiel in Prag. In der Mitte ist ein aus Beton fertiggestellte, ein Baldachin, eigentlich vier Säulen, die mit einem Kreuz miteinander oben verbunden sind. Und darunter, das ist der wichtige Punkt, ist ein Schrein, den man erahnen kann, so als dunklen Fleck, entweder aus Granit oder Marmor, als wir dahin kamen, offener Schrein, wo es die Aufgabe derjenigen, die die Städte vertreten haben, die Aufgabe war, diese zylindrischen Kassetten hineinzustellen. Sie sehen unten vorne links Berlin, das war die Kassette, die ich dann mit hineingestellt habe, wo aus Berlin insgesamt 8.335 Jüdinnen und Juden verzeichnet sind. In diesen Kassetten sind die Totenbücher. Insgesamt sind in Riga Bikanieki 35.000 Menschen, überwiegend Jüdinnen und Juden, aber auch sowjetische Kriegsgefangene und Nazi-Gegner ermordet worden. Sie sehen Bielefeld, Dresden, Düsseldorf und so weiter. Es redete die damalige Staatspräsidentin, Frau Weira Wicke-Freiberger, und worüber ich sehr froh war, ein ausgezeichneter deutscher Botschafter, Eckhard Herold, der eine so gute Rede gehalten hat, dass ich ihn hinterher, ich mich bei ihm bedankt habe, dass ich mich als Deutscher von ihm sehr gut vertreten gefühlt habe. Ich kam wieder zurück. Meine langjährige Freundin Carola Wagemann, die hier unter uns ist, sprach mich an und sagte, sag mal, Ilse Rehwald, die immer zu unseren Konzerten kommt. Wir sind beide Mitglieder der Otto Symphoniker, die jetzt gerade ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Ilse Rehwald möchte von dir was hören über die Eröffnung der Gedenkstätte. Ich bin also zu ihr hingegangen, habe mir noch vorher aus dem Zentrum Judaicum eine Kopie des Totenbuches der Berliner Deportierten besorgt und bin zu Ilse in den Krematenweg gegangen. Sie empfing mich sehr aufgeregt, mit zitterigen Händen, und ich fragte sie, wie wollen wir es jetzt machen? Ich habe hier das Buch, aber wollen Sie, damals sitzen wir uns noch, wollen Sie da reingucken? Oder, nein, das kann ich nicht. Ich habe 10 Namen aufgeschrieben. Ihre Mutter, ihre Tante und 8 weitere. Und sie gab mir diesen Zettel und nach haben wir festgestellt, dass alle 10 in diesem Totenbuch verzeichnet waren. Und damit klar war, dass
diese, die für Sie so, also natürlich Mutter und Tante, es wurde deutlich, dass Sie dort Ihr Leben gelassen haben, dort in Riga. Deportiert wurden Mutter und Tante am 11. Januar 1942, wir hörten das schon. Als wir das soweit hatten und die Namen alle gefunden hatten, da sagte sie laut und deutlich, jetzt brauche ich erstmal einen Martini. Naja, dann haben wir das ein oder andere Glas Martini getrunken, sie hat auch noch eifrig geraucht. Und das war eigentlich meine erste und intensivste persönliche und Vier-Augen-Beziehung zu Ilse. Für mich war klar, dass, oder nicht klar, mein Eindruck war, dass sie bis dahin nicht wusste, dass Mutter und Tante in Riga ermordet worden sind. Dass sie abgeholt worden sind, das war völlig klar und dass es wohl nach Riga gegangen ist, aber dass sie dort wirklich zu Tode gekommen sind, war ihr offensichtlich bis dahin nicht klar. Bei mir entstand dann die Idee, in der Sübelstraße Nummer 18 müssen zwei Stolpersteine verlegt werden. Das war nicht so einfach. Abgesehen davon, dass der Künstler Dimnich nicht ganz zuverlässig war, er musste ja alles selber machen. Es dauerte sehr lange, bis die Stolpersteine fertig waren, aber die Genehmigung vom Bezirk wurde nicht erteilt. Es gab einen Vermerk des Straßen- und Fahrradwegeamtes, oder so ähnlich hieß das, und des Rechtsamtes des Bezirks Charlottenburg, dass die Verkehrssicherungspflicht dagegen spricht, Stolpersteine zu verlegen. Man könne darüber ja stolpern. Ich habe diese Vermerke gesehen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Nur in Charlottenburg kann man stolpern und nicht in Köpenick und Zehlendorf oder sonst wo. Das ist doch sehr merkwürdig. Und dann habe ich mich an die Senatorin für Stadtentwicklung, Ingeborg Junge-Reyer und die Staatssekretärin Ella Dunger-Löper gewandt und gesagt, ich glaube, ihr habt hier eine Aufgabe, für die Rechtsvereinheitlichung in Berlin zu sorgen. Dann ist tatsächlich ein Brief an die Bezirke gegangen, insbesondere an Charlottenburg, und von da an konnten Stolpersteine verlegt werden. Diese beiden wurden dann verlegt, und zwar am 6. Juni 2005 von Herrn Günther Demnig, und damit waren sie die ersten Stolpersteine im Bezirk Charlottenburg. Ich habe mir gesagt, das muss dann würdig gefeiert werden, dass es diese Stolpersteine gibt. Ich habe im August mit einem Brief zum 1. September 2005 eingeladen, den Freundeskreis von Ilse Rehwald, und wir haben dort das begangen. Anschließend sind wir noch in ein Restaurant gegangen, wo Ilse noch eine Rede gehalten hat. Ich bin sehr froh, dass ich sie zu dieser Feierstunde mit meinem Dienstwagen bringen konnte. Das fand sie auch sehr schön, so einen dunklen mit schwarzen Mercedes gefahren zu werden. Und das habe ich dann auch gemacht, als sie den Berliner Verdienstorden kurz darauf verdient bekam. Und wenige Wochen später ist sie gestorben. Ich habe das Gefühl, es rundete sich ein Lebenskreis und sie konnte loslassen und sich persönlich versöhnt fühlen, dass sie jetzt mehr weiß, wo Mutter und Tante geblieben sind. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Flöhe, für diesen Beitrag über den Abschluss eigentlich von dieser jeweils Fall. Wir kommen nun zu unserem Abschluss und damit zu den heimlich verschickten Briefen der Mutter, die aus dem Ghetto Riga, die Barbara Schieb erst im Nachlass von Ilse Rehwald vorgefunden hat. Und Sie haben ja gehört, wie widersprüchlich sozusagen die Kunde von diesen Briefen war, dass der kaum von gesprochen hat oder gar nicht. Ilse Rehwalds Mutter Margarete Basch und deren Schwester Paula Engel wurden im Ghetto Riga zu Zwangsarbeiten eingeteilt. Dadurch überlebten sie dort noch mehr als ein Jahr. Im Ghetto begegneten sie den deportierten Berliner Freunden aus der Familie Hotzen. Der jungen Ilse Hotzen gelang es,
über die Feldpost Nummer 1 nahe am Ghetto tätigen Wehrmachtssoldaten einen heimlichen Briefverkehr mit ihrer in Berlin verbliebenen nicht-jüdischen Schwiegermutter Elsa Hotzen aufzubauen. In diese Briefe fügte sie auch mehrmals Nachrichten über Ilse Rewalds Angehörige ein, die Elsa Hotzen dann weitergab. Auch hatte offenbar das Ehepaar Fromm, das Rewalds in Berlin beistand, in Riga eine Kontaktperson eingeschaltet, über die Ilse Rewald Sachen an ihre Angehörigen schicken konnte. Zweimal konnte Margarete Basch ihrer Tochter aber auch eigene Briefe senden. Der erste lange Brief, adressiert an das Ehepaar Fromm, datiert vom September 1942. Es folgt noch ein weiterer, offenbar hastig verfasster Kassiber aus dem Jahr 1943. Solche verbotenen Nachrichten waren Akte des Widerstands und der Selbstbehauptung. Susanne Wehrlein wird nun einige Passagen aus diesen Briefen lesen. Aus dem langen Brief sind es nur jene Stellen, die auch für Außenstehende verständlich sind. Eingebettet sind diese Zeilen jedoch in eine Vielzahl verschlüsselter Andeutungen, mit denen Margarete Basch ihrer Tochter über das Schicksal weiterer nach Riga deportierter Freunde informierte. Jens größtenteils bereits zu Tode gekommen oder spurlos verschwunden waren. Barbara Schien hat große Mühe darauf verwendet, diese Codes, so gut es ging, zu entschlüsseln. Wer das Buch zur Hand nimmt, kann das nachverfolgen. Der Brief vom September 1942 enthält auch einen Gruß an die Familie Fromm und deren Tochter Renate, die Frau Wehrlein ebenfalls lesen wird. Abschließend wird Frau Wehrlein für uns noch den zweiten kurzen Kassiber lesen, das letzte Lebenszeichen von Ilse Rewalds Mutter. Ein. Nun denkt einmal zurück und ihr wisst, was ich für riesige Freude hatte. Ihr steht ja immer lebhaft vor mir, aber diese Nacht unterhielt ich mich im Geiste dauernd weiter mit euch, meine so innig Geliebten. Gott sei Dank, ihr seid gesund und ganz überaus glücklich bin ich, dass du, mein lieber Werner, Ilse in jeder Beziehung zur Seite stehst. Du hältst dein Versprechen. Eure kleine Wohnung ist sicher hübsch. Schlaft ihr auf der blauen Couch oder der roten? Habt ihr eure große Leselampe? Bei dem warmen Wetter sehe ich dich, mein gutes, liebes Ilserle, auf dem Balkon Strümpfe stopfend. Ich denke immer, wir haben oft zur gleichen Stunde dieselben Gedanken. An Werners Geburtstag sehe ich mich auch so bei euch sitzen. Heute ist Kurts Geburtstag. Ihr seid gewiss bei Martel. Grüßt die ganze Familie von mir. Seid mit allem zufrieden und glücklich, dass ihr beide euch habt. Wenn ich wieder da bin, natürlich mein guter Seppel mit im Bunde, machen wir es uns herrlich. Ich koche euch vom Einfachsten das Schönste. Gott sei Dank, dass ich weiß, wie gemütlich wir zusammen waren und wie ihr mir für alles, alles dankt. Ich euch, meine Guten, ebenso. Ich bin vollkommen gesund, habe auch noch die energische Stimme. Paulchen ist sehr schlank, aber Gott sei Dank auch gesund. Sie ist jetzt meine Arbeitskollegin. Jede Minute am Tag sind wir zusammen. Also du siehst, ich bin gesund, macht euch darum keine Sorgen. Ich male mir immer unser Wiedersehen aus. Wenn ich an euch denke, habe ich Feiertagsstimmung. Bleibt mir nur ganz gesund, macht euch das Leben so schön wie irgend möglich. In Gedanken bin ich jede Minute bei euch. Dich, mein innigst geliebtes Irserle, und dich, mein guter Werner, drücke ich an mein Herz in größter Liebe, eure Gretchen. Meine lieben Freunde und liebes Renatchen, mit welch Dankbarkeit ich an Sie beiden denke, kann ich gar nicht in Worte kleiden. Es ist eines der größten Wunder. Seit dem Tage lebe ich auf. Diese große Tat wird sich eines Tages belohnen. Ilse und Werner fühlen sich so wohl bei Ihnen. Dies ist für mich eine sehr große Beruhigung, denn ich weiß, Sie beraten die Kinder aufs Beste. Nehmen Sie nur nochmals meinen innigsten Dank. Viele herzliche Grüße auch an Renatchen.
Ihre sehr dankbare Grete. Innig geliebtes Ilserne, guter Werner, Paula und ich sind gesund. Wie glücklich bin ich, wenn ich Gutes von euch höre. Käthe und Ilse sind uns eine Wohltat. Ich freue mich, ich habe euch nicht mitgenommen. Hoffentlich kümmern sich alle Bekannten, so wie Renates Mutter, um euch. Richte Dank und Grüße aus, ebenfalls an Paul und Regina. Schreibe auch an Lene und Seppel. Wo ist Tante Else? Es gibt keine Stunde, wenn ich nicht an euch denke. Schicke mir mein blaues Kleid, auch an Paula eins, und viel Strümpfe und Seife. 1000 Küsse, Gretel. Iserle und Werner, ich küsse euch innig. In großer Liebe, Gretel. Vielen Dank, Frau Werner, für diese Briefe, die Ilse Rehwald immer unter Verschluss gehalten hat. Ich hätte sie auch gerne gezeigt, aber die Präsentation hat. Das sind also die Briefe, der lange Brief vom September und die kurze Notiz, die dann noch hinterher kam. Ja, das ist jetzt leider Gottes an der tragischen Stelle eine technische Panne gewesen, das bitte ich zu entschuldigen. Es spielt jetzt noch einmal für uns Herr Weißmann. Herzlichen Dank, Herr Weißmann, für die Musik noch einmal. Ich danke auch ganz herzlich Nele Hertling und Susanne
werden ein für das Lesen der Texte, was ja doch eine sehr lange Strecke war und anstrengend. Ich danke Johanna Gisela Bächen für ihre Erinnerung und Ihnen, Herr Flügel, für den Beitrag über die beiden Denkmäler. Denn ich würde ja die Stolpersteine auch als Denkmal bezeichnen. Und es ist sehr gut, dass Sie in Charlottenburg diesen Anstoß geben konnten. Vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Geduld. Das war ja ein langer Abend, aber ich sehe mit Freude, wir sind 5 Minuten unter der Zeit. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, wie Barbara Schief sich die Buchvorstellung vorgestellt hatte. Und wir wären ja auch alle sehr froh gewesen, wenn sie hier stünde, die Regie darüber hätte und alles gut wäre. Hoffentlich konnten Ihnen die Beiträge, die wir hier vorgelesen haben, Ihr Interesse wecken. Das war zwar alles sehr lang, aber es gibt sehr viele Bereiche in dem Buch, die sind überhaupt nicht vorgekommen. Also ich kann nur dazu anregen, das Buch zu lesen. Wenn Sie möchten, können Sie das vorne am Tresen kaufen. Das würde natürlich alle sehr freuen. Und behalten Sie Barbara in guter Erinnerung. Behalten Sie Ilse Rehwald in guter Erinnerung. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und vielleicht sehen wir uns ja bei der Stolpersteinverlegung für die Familie Horzen am 21. Juni. Leider Gottes vormittags. Ich danke Ihnen sehr.